Es kamen Menschen zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sie fragten ihn. Sie sagten, inna najidu fi anfusina, und überlege, ob du genau dasselbe empfindest manchmal. Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Wir hören so gewaltige Dinge, dass wir Angst haben, diese auszusprechen. Allahu Akbar. Dinge, die zu gewaltig sind, als dass wir sie aussprechen. Was haben wir gesagt? Womit kommt der Shaitan? Wer hat Allah erschaffen? Wal-Iyadu Billah. Gewaltige Dinge. Er sagt, die sagen diese Leute, wir trauen uns nicht, diese Dinge auszusprechen. Hört mal, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Hat er zu ihnen gesagt, ihr habt doch alle einen schwachen Iman, ihr seid doch alle psychische Wracks? Nein. Er sagte, waqad wajadtumu, habt ihr das wirklich in euch gefunden? Das heißt, diese Waswas. So sagten sie, qalu na'am, ja, wir haben das in uns vorgefunden. Qala, dhaka sarihul iman, das ist der wahre Glaube. Allahu Akbar, das ist der wahre Glaube. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemeint? Über was haben sich diese Leute beschwert? Hä? Dass sie? Waswas haben. Dass sie Waswas haben. In welcher Art und Weise? Dass sie sich nicht mal trauen, dieses auszusprechen. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt? Habt ihr es in euch gefunden? Aha. Das heißt, habt ihr diese Einflüsterung gehört? Und dann sagte er, das ist der wahre Iman. Denn weil diese Leute ihm gesagt haben, ja Rasulallah, wir trauen uns diese Dinge, die wir hören, die uns eingeflüstert werden, nicht mal auszusprechen, das ist ein Beleg für ihr Iman. Denn ein Kafir, ihm ist egal, was er ausspricht oder tut. Das ist dein Zeichen für Iman. Du kommst, oh Bruder, und sagst mir, ich habe wirklich viele Probleme. Die gesamte Zeit höre ich Wörter von Kufr. Wörter von Kufr. Über Allah. Und ich traue mich nicht, diese Wörter auszusprechen. Und ich sträube mich dagegen. Ich kämpfe dagegen an. Ich sage dir, du gehörst zu den Leuten, die Khair haben. Und das ist ein wahrhaftiger Iman. Denn du wehrst diesen Kufr ab. Du wehrst diesen Unglauben ab. Mit allem, was dir zur Verfügung steht. Die Gelehrten haben das sogar verglichen mit einer Person, der kämpft im Dschihad. Wie ein Mujahid, der gegen einen starken Kämpfer kämpft und von ihm niedergestochen wird, aber er hat so lange gekämpft, bis er standgehalten hat. So haben sie ihn verglichen. Subhanallah. Schaut mal, wie gewaltig deine Stellung ist, wenn du bloß diese Wörter, die du hörst, nicht aussprichst oder nicht tust.